Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Urknall, Welt und das Leben. Wir reden heute über ITER, das große Experiment, das in Südfrankreich aufgebaut wird und was die Physik des thermonuklearen Brennens zeigen soll, die Energieverstärkung. Es gibt Probleme bei ITER, das konnte man auch der Presse schon entnehmen. Das sind technische Probleme, wie sie beim Zusammenbau von so einer Maschine auftreten. Ich rede heute mit Dr. Alberto Loarte, Head of the ITER Science Division, sowohl darüber, was die Probleme sind, als auch wie man sie in den Griff kriegen wird, was der Plan ist. Man wird sehen, es gibt schon einen Plan, das zu machen. Und das wird dazu führen, dass ITER sich sicher nochmal verzögern wird. Auch das ist sozusagen was, was bei solchen Projekten vorkommt. Und ich rede am Schluss auch darüber, wie das die Rolle von ITER beeinflusst. Und es wird rauskommen, dass ITER immer noch genauso wichtig wie vorher ist für uns und dass es unverzichtbar ist, ITER in unserem Programm zu haben, um all diese Sachen zu lernen, die wir von ITER lernen können. There will also be an English version of this video on the Video Vision channel, and you can find the link below. Also, worum geht's? Was sind die Probleme, wegen denen sich die Fertigstellung, der Zusammenbau von ITER verzögert? Die Komponenten sind ja großteils gefertigt und angeliefert. Es gibt im Wesentlichen zwei Probleme, an denen im Augenblick sagen sich diese Verzögerungen ergeben. Das eine ist das Vakuumgefäß. Das andere ist das sogenannte Thermal Shield. Das ist eine Wärmeisolation im Inneren. Ich erkläre gleich noch genau, worum es dabei geht. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt hier den Herrn Alberto Loarte, der der Chef der ITER Science Division ist. Den habe ich eingeladen, weil der darüber viel besser Bescheid weiß. Und der wird uns jetzt Bescheid geben, woran es denn eigentlich fehlt. Hallo Alberto, schön, dass du da bist und uns Auskunft geben kannst darüber. Fangen wir an mit dem Vakuumgefäß. Was ist denn das Problem beim Vakuumgefäß? Okay, the problem with Das the vacuum is Problem it's a mit dem question that they have Vakuumgefäß been ist, dass das asked sehr große in the English Strukturen survey, sind, 8 8 meters over 8 meters Meter tall, they weigh groß, 600 600 Tonnen tons, schwer. and you have to weld at the end it's like a Es wird donut, wie ein it looks Donut like a donut in the zusammengebaut. Man sense, muss es and it's made of schweißen, man nice muss diese steel to weld einzelnen the two sides. Teile But if zusammenschweißen. you weld them, you have to weld them from the inside. Man So you weld the outside part muss instead of es two layers. von zwei Seiten You innen weld from the den inside the other äußeren part Teil und and von you außen den weld inneren them. Teil schweißen. They Das ist were echt inaccurate in the kompliziert. construction. They were not very large. I mean, we are not talking of very Es large gibt accuracy. Abweichungen in der These Form, are quite die sind some nicht sehr groß, aber indication die haben of the starke way the vacuum Implikationen vessel is dafür, wie functioning. das Ganze geschweißt Because wird. this is a nuclear vacuum vessel, it has to fulfill the Diese requirements. And Vakuumgefäß ist ein welding Nuclear procedures Safety, also is ein qualified. And Sicherheitsbehälter, this und deshalb is gibt es actually strenge based on Vorgaben, wie das Ganze PPT tools for geschweißt werden welding. muss. So it's not so much Es what ist nicht kind so, of dass man tools es you use. nicht It schweißen is more kann, sondern difficult es to ist so, dass man es nach specification einer of the bestimmten machine Art to schweißen comply muss. with this. And therefore Und we deshalb also muss need es a huge repariert werden bureaucracy und to dann kann man erst over the das Ganze tools. wieder schweißen. Okay, das kann man verstehen. Die beiden Teile vom Vakuumgefäß weisen Abweichungen, Nonkonformitäten auf, die dazu führen, dass man es nicht mit der vorgesehenen Prozedur schweißen kann. Und es ist wichtig, es mit dieser Prozedur zu machen, weil das ganze Vakuumgefäß eine Safety Barrier, Sicherheitsbarriere ist, und da sind die Vorschriften eben ganz genau einzuhalten. Wie ist denn die Strategie, um damit umzugehen und es zu reparieren? The Die idea Idee would be to wäre, recover this, basically das to zu repair this in reparieren, an da area wo that the army is allowing diese you to Abweichungen recover sind, material, remove muss man material that Material you have dazu oder wegtun, in sodass an es genau underground. And passt. indeed, yes, there are Es gibt companies Firmen, die that das are können. qualified to do that and there is Es ist schon ein contract out Vertrag there. geschlossen worden This mit is actually Firmen, die now das können. signed Das and heißt, es wird first sehr start bald very soon. damit We are going to angefangen, one of the dass vacuum die Sachen vessels repariert which is werden. already installed Leider sind zwei there so and is going to Sektoren get von dem fitted. Vakuumgefäß In schon the next days, runtergelassen in den, so sozusagen in repairs will den start Teil, wo es immediately. sein sollte, und die müssen das wieder rausgenommen werden zum Reparieren. Aber gut zu hören, dass es eine Strategie gibt. Also die Strategie ist tatsächlich, dass man diese, zuerst diese Nichtkonformitäten beseitigt und dann tatsächlich die vorgesehene Prozedur fürs Schweißen einhalten kann. Also es gibt eine Verzögerung, aber es gibt auch einen Plan, wie damit umgegangen wird. Das andere Problem, habe ich schon angesprochen, ist dieses Thermal Shield, die Isolierung. Da gibt es ein Vakuum sozusagen als thermische Barriere, um die heiße Maschine abzutrennen thermisch von den kalten Supraleitern, die ja auf niedrige Temperatur runtergekühlt sind. Und was ist denn da das Problem? So the Das thermal Thermal shield, Shield as ist you said, is a shield which is um around den the Kryostaten ventilation rum, of the vessel to prevent the heat to come damit from die outside Wärme the von vacuum außen nicht ins cavity, Vakuum but reinkommt. also around the vacuum vessel because the vacuum vessel
Das Vakuumgefäß ist bei 100 Grad Celsius, also plus, und ist ein paar Zentimeter weg von den Spulen, die wegen der Supraleitung bei minus 269 Grad sind. Und dazwischen gibt es dieses Thermal Shield, also ein Schirm sozusagen, der bei ungefähr minus 180 Grad liegen soll. Da gibt es Röhren, durch die Helium zur Kühlung durchgeführt wird, gasförmiges Helium, und die sind korrodiert. Die wurden geschweißt und nach dem Schweißen wurde es nicht richtig gesäubert und dann sind Materialien übrig geblieben, die dazu führen, dass das rostet, korrodiert, und das braucht Zeit und deshalb wurde das nicht sofort bemerkt. Wenn das Helium da rausgeht, ist ein Problem, es kühlt nicht mehr. Das Vakuum ist nicht mehr gut in diesem Bereich, wenn der Helium drin ist, was dazu führt, dass es nicht mehr gut isoliert und auch, dass es, wenn man Spannung anlegt, an die Spulen Überschläge geben kann. Auch hier gibt es eine Vorschrift, wie man das repariert. Man muss es tatsächlich, dieses Thermal Shield, abbauen und reparieren. Und tatsächlich so, dass man diese Kühlrohre wegmacht und von neuem wieder dran, nicht verrostete Teile, wieder dran schweißt. Es gibt auch noch einen Teil von dem Thermal Shield, das unten in dem Gefäß drin liegt. Das kann man nicht wegnehmen, weil dann müsste man die ganze Maschine auseinandernehmen. Aber da ist genug Platz, sodass man ein zweites drauf tun kann, was dann den Job tut. That we had before. Ah, das klingt natürlich nicht gut, wenn es rostet. Ist aber auch klar, dass das ist fehlbehandelt worden, deshalb rostet. Das sieht man nicht sofort, sondern erst Rost braucht seine Zeit, um aufzutreten. Auch hier glücklicherweise, wie du gesagt hast, gibt es jetzt eine Prozedur, wie man das repariert und damit umgeht. Also auch das ist ärgerlich und was länger Zeit braucht, aber am Schluss kann man es reparieren. Die spannende Frage ist natürlich insgesamt, habt ihr schon eine Abschätzung, wie viel länger das dauern wird? Okay, so at the moment we don't know. Wir wissen es nicht. Die Reparatur hat gerade erst angefangen. Wir wollen kein Datum geben, das wir dann gleich nochmal verändern müssen. Der Plan ist, dass wir Ende nächsten Jahres einen genehmigten Plan haben, der uns sagt, wie das geht. Ein erstes Proposal für das Governing Board von ITER, das ist das ITER Council, das darüber entscheidet, soll bis zum Sommer nächsten Jahres einen Plan vorgelegt kriegen, der dann bis zum Ende des nächsten Jahres irgendwann abgesegnet, vielleicht November im nächsten Jahr abgesegnet werden soll. Okay, verstehe ich, dass man keine Zahl sagen will, wenn man sie nicht kennt, denn jetzt einfach eine Zahl zu raten und die in einem Jahr wieder zu revidieren, ist sicher auch nicht, was man tun sollte. Also gedulden wir uns für ungefähr ein Jahr, bis wir wirklich die Zahl kennen. Ich habe allerdings auch gehört, dass ihr schon eine Strategie habt, wie ihr sozusagen mit dieser Situation umgeht. Denn was einen ja am Schluss wirklich interessiert, ist auch diese Q-gleich-10-Phase, also wo 10-mal mehr Energie rausgeholt wird, als ins Plasma reingesteckt wird zum Heizen. Und es muss sich ja nicht alles linear nach hinten verschieben. Wie sieht es denn da aus? Yeah, the reason is that before we have a strategy. Der Grund ist, wir hatten eigentlich eine andere Strategie, aber jetzt ist der Zusammenbau der Maschine kommt später, aber die Systeme, die technischen, werden alle zeitgerecht kommen und sind deshalb schon da. Vorher war es so, dass man darauf warten musste mit dem experimentellen Programm. Wartet darauf, dass die Systeme sozusagen da sind früher. Jetzt sind die da, das heißt, man kann den Betrieb der Maschine optimieren, weil die Systeme schon da sind und dann versuchen auch diese Periode bis Q-gleich-10 zusammenzuschrumpfen, weil man eben mehr experimentelle Möglichkeiten hat. Es hat auch zusätzliche Forschung gegeben, seitdem er diesen Originalplan gemacht hat. Seit 2016 haben wir viel neue Dinge verstanden und wir können auch unsere Strategie anpassen. Einige Annahmen, die wir getroffen hatten, waren vielleicht nicht gut oder sehr konservativ und wir können die jetzt ändern. Das heißt, wir
lassen jetzt auch Dinge einfließen, die wir jetzt gelernt haben, in einen neuen Plan, der uns zu Q gleich 10 bringt, natürlich nicht früher, als es vorher geplant war, aber es wird ein besserer Plan sein. Ja, um das zusammenzufassen, kurz verstehe ich dann so, original war es so, dass die Systeme, die technischen Systeme fertig werden, die liegen auf dem kritischen Zeitplan und dann kann man anfangen, die Maschinen in Betrieb zu nehmen. Jetzt sind die technischen Systeme, die Heizung zum Beispiel, fertig, bevor die Maschine in Betrieb genommen werden kann. Und das ändert natürlich die Strategie, weil man jetzt mehr technische Möglichkeiten zur Verfügung hat, um die Maschine zu betreiben. Das heißt, diese Phase von Commissioning, von Inbetriebnahme bis zu Q gleich 10, die wird vielleicht nicht viel kürzer, aber auf jeden Fall kann man sie so gestalten, dass man mehr Informationen rausholen kann. Und die Maschine soll ja auch umgebaut werden, zumindest was das Innere, die Wandauskleidung betrifft. Ja, das ist Teil des Plans. Die Logik ist, dass wir... ITER ist immer noch das Flaggschiff des Fusionsprogramms. Wir wollen für die weitere Entwicklung von zukünftigen Fusionskraftwerken Informationen liefern. Wir hatten ein Wandmaterial ausgesucht, Beryllium, mit dem sich ITER leichter, einfacher betreiben ließe. Und wir hätten dann geplant, zunächst mit Beryllium zu starten und das später auf Wolfram umzubauen. Das gab es immer schon in dem Plan. Wir hatten das 2007 geändert, sodass Beryllium drin ist. Jetzt, wo es später kommt, und auch weil wir inzwischen zum Beispiel in Astes Upgrade Ergebnisse gekriegt haben, die uns sagen, dass wir mit Wolfram arbeiten können, wollen wir diesen Einbau der Wolframbahn vorwärts bringen und vorziehen und direkt tun. Und wir würden dann direkt mit einer Wolframbahn starten und diese Periode mit der Beryllium-Band weglassen. Auch würden wir die Zusammensetzung der Heizsysteme ändern, weil wir gelernt haben in Astex Upgrade und anderen Tokamaks, welche Heizung am besten ist, um diese Wolframverunreinigungen aus dem Plasma rauszukriegen. Wir werden also nicht nur Q gleich 10 erreichen, sondern wir werden Q gleich 10 unter Bedingungen erreichen, die relevanter für Fusionskraftwerke sind. Ja, damit wird die Maschine natürlich relevanter für ein Kraftwerk, denn wir wissen alle, dass wir ein Kraftwerk mit Wolframband betreiben werden müssen, so wie wir das an unserem Astex Upgrade schon seit Jahren machen. Und dann ist die Information, die letztlich aus ITER rauskommt, bei Q gleich 10 wertvoller, als sie das vorher gewesen wäre. Vielen Dank, Alberto, für die ganze Information und dann viel Erfolg bei der Reparatur und beim weiteren Zusammenbau und Inbetriebnahme von ITER. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Okay, also es wird Verzögerungen geben, man weiß nicht wie lang. Ich hatte in einem anderen Video, diesem 5 Irrtümer, hieß das auf Deutsch, der Fusionsforschung schon mal über diesen Wechsel der Strategie geredet, dass wir eben nicht sequenziell warten wollen auf die ganzen Meilensteine von ITER, sondern dass wir mehr sagen, es fließt kontinuierlich Information von ITER in unser Programm und wir versuchen den Demo oder das First of a Kind, das erste Fusionskraftwerk, parallel dazu zu planen und zu bauen. ITER ist natürlich trotzdem der Vorläufer. ITER ist ja schon in der Zusammenbauphase. Das heißt, das überholt man nirgendwo noch rechts außen. Aber die Art, wie die Information da reinkommt, ist eben mehr so eine parallele Geschichte und nicht mehr sequenziell. Es hat auf diese Strategie und auch auf dieses Video, aber auch an anderen Stellen, wo wir die Strategie diskutiert haben, immer wieder Verwirrung gegeben. Heißt es, dass man jetzt ITER eigentlich nicht mehr braucht? Warten wir gar nicht mehr auf ITER? Das stimmt nicht. Ich möchte deshalb noch mal ganz klar sagen, wie sich das verhält. Also es gibt ITER Design und das Design und den Bau der Komponenten, das ist schon abgeschlossen zum Großteil. Die meisten Komponenten sind gebaut und man weiß auch, wie man die baut. Und da haben wir schon ewig viel gelernt für ITER, aus ITER für das Demonstrationskraftwerk oder das erste Kraftwerk, den ersten Prototypen, wie immer man das nennen mag. Das nächste ist jetzt der Zusammenbau. Wir haben gerade gelernt, im Zusammenbau gibt es Probleme. Man lernt auch aus Problemen. Das sind alles Dinge, diese Geschichte mit dem Rost, wo man dann sagen wird, das weiß man jetzt und das wird einem nicht nochmal passieren. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass ITER all diese Schritte macht und vorläuft,
damit wir diese ganzen Lehren ziehen können. In der Tat ist es so, dass der Zusammenbau sich in den nächsten Jahren noch erstrecken wird. Das heißt, sogar in der Designphase von Demo werden wir noch lernen, könnten sogar das Design noch ändern, wenn wir irgendwas finden, was dann ein Problem bereiten könnte. Danach kommt die Inbetriebnahme, Commissioning. Das ist was, wo wir auf jeden Fall den Demo noch nicht angefangen haben zu bauen. Vielleicht werden wir nicht das Design noch vollständig umschmeißen, wenn wir da irgendwas lernen, aber wir lernen eben, wie man so eine komplexe Maschine in der nuklearen Umgebung in Betrieb nimmt. Danach kommt Q gleich 10. Q gleich 10 war immer so, dass wir gesagt haben, wir lernen, wie wir Demo betreiben aus der Q gleich 10 Phase. Wir werden nicht die Zahl der Toroidalfeldspulen von Demo ändern aufgrund von Erkenntnissen, die bei diesem Weg zu Q gleich 10 passieren. Also das ist immer schon parallel gewesen. Da bleibt noch übrig das Tritium-Test-Breeding-Blanket-Module. Das sind also Brutmodule, die eingebaut werden in den ITER, um die verschiedenen Konzepte zu testen. Da wird es in der Tat so sein, dass wenn man mit diesem ambitionierteren Plan ans Fusionskraftwerk rangehen kann, dann wird man nicht warten können darauf, dass in dieser Phase die Entscheidung sozusagen fällt. Also man wird die Entscheidung vorher fällen müssen, welche Technologie man einsetzt. Man wird aber immer noch lernen in der Phase, während man Demo oder das Kraftwerk baut, wie sich diese im Praxistest verhalten. Also der Betrieb, der einem sozusagen diesen integrierten Betrieb in dieser Umgebung, den es in keiner anderen Maschine geben kann, in ITER zeigt, der wird immer noch super wertvoll sein für alles, was wir bei Demo machen. Wenn wir irgendeine Kinderkrankheit finden und wir müssen noch irgendwas ändern auf kleiner Skala, dann werden wir das noch ändern dabei. Das heißt also, dass die Rolle von ITER weiterhin ganz entscheidende ist. Es wird keine Maschine geben in absehbarer Zeit, die uns die Information gibt, die uns ITER gibt. Und diese Information fließt eben die ganze Zeit in unseren Prozess, in die Planung und dann auch in den Bau des Fusionsreaktors ein. Und da sind sich eigentlich auch alle Partner einig. Ich war vor ein paar Wochen auf einer Konferenz, da war ich auf einer Podiumsdiskussion, habe Europa vertreten, das europäische Fusionsprogramm, da waren Kollegen aus Amerika, aus Japan, aus Korea, aus China und die haben eigentlich alle das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, ITER bleibt der Cornerstone, also dieses zentrale Flaggschiff unseres Programms, aus dem wir die ganze Information ziehen, wie wir einen Fusionsreaktor bauen würden oder ihn bauen werden, wenn sozusagen die Planung weiter vorwärts geht dabei. Und alle haben auch identifiziert, dass dieses Breeding Blanket Module vielleicht sehr spät kommt und haben auch angefangen zu überlegen, wie man diese eine Maßnahme stärken kann im Programm, sodass man da sich ein bisschen mehr unabhängig von ITER machen kann. Aber unterm Strich bleibt es dabei, dass die Partner eigentlich alle erklärt haben, ITER ist super wichtig für das Programm und wir wollen daran festhalten. Und was wir lernen, gut wie schlecht, ist einfach Informationen, die man sonst nicht rankriegen kann, weil es keine andere Maschine in dieser Größenklasse gibt und auch in dieser nuklearen Klasse, wo man sozusagen diese ganzen Dinge schon mal ausprobieren. Gut, das war's für heute über ITER, über die Probleme und wie man mit den Problemen umgeht und auch was die Rolle ist. Wie immer freue ich mich über Kommentare und wenn genug Kommentare zu einem Thema zusammenkommen, können wir ja auch mal wieder einen Kommentarcheck dazu machen. Für heute vielen Dank und auf Wiedersehen.